So, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Hexed. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, in der letzten Folge waren wir auf Tour und haben auch das gefunden, was wir wollten. Wir wollten ein Schoko-Ei. Einfach nur für hier rein. Okay, schön, dass du da bist, Chocopo, aber es war blöd, dass du jetzt da bist. Krieg ich dich da durch? Ich will dich jetzt nicht töten. Das wäre nämlich sehr geschmacklos von mir. Haben wir nicht mehr Zeug? Komm raus, komm, komm, geh. Nein, nein, hallo, hallo. Anders da. Kurz, nur dass die mir jetzt hier nicht abbauen. So, ich mach das jetzt mal ganz kurz. Ach, geht ja gar nicht. So. Ganz kurz mal hier rein. Dann, dann das hier weg und dann 1, 2, 3, 6. Weiß ja nicht, wie viel ich brauche. Wo bist du denn? Jetzt wunderbar, jetzt gingen die Texturen auch endlich mal schön. Komm, machen wir jetzt hier so rein und dann brauchen wir noch einen Sattel. Ja. Buckel. Kommst du da durch? Du kommst da durch, du kommst durch ein Einer-Ding durch. Okay, cool. Wusste ich nicht. Falsch. Nun gut, jetzt haben wir zwar ein bisschen mehr als ich gedacht hatte, aber okay. Und mein Ei ist jetzt weg. Das ist ein bisschen blöd gelaufen jetzt. Aber nur ein bisschen. So schlimm. Den meine ich gleich benutzen. Die Netherwarzen machen auch mal mit rein. Hier so. Einmal. Kann man dieses Schwert eigentlich mal mit hier reinschmeißen? Die Dränge ja sowieso. Mal zweireihig machen. So, was haben wir noch Schönes? Die Essenz könnten wir eigentlich auch reinmachen. So, rein damit. Dann das Herz brauchen wir noch. Die will ich jetzt nicht, weil davon habe ich genug drin. Okay, komm, hier vorne. Sortieren wir es schnell ein. Haben wir eine Waffe. Schon so viele von diesen Schwertern. Oh, das muss raus. Hier rein. Von diesen Schildern haben wir auch genug. So, dann Monster Drop haben wir auch wieder einiges eingesammelt. Das hier, das hier, das. Doch hier bestimmt auch noch einiges drin. Stoffe haben wir. So viele Diamanten. So viele Smaragde. Das hatte ich noch nie gehabt in keinem von meinen Minecraft spielen. So, das ist Monster Drop, den brauche ich nicht. Was ja eigentlich ganz lustig ist, weil ich inzwischen Zeit herausgefunden habe, wie die Dinger funktionieren. Ist ganz cool. Daraus kann man Smaragde machen. Ich wusste das nicht. Ich habe gedacht, die muss ich irgendwie craften, aber eigentlich ist es ganz simpel. Wenn du 8 oder 9 Stück zusammen hast, rechtsklick, also in der Hand halten, rechtsklick drauf, dann kriegst du einen großen Emerald Chars, also so ein. Und aus denen machst aus, wenn du davon 8 oder 9 hast, kannst du dann einen großen Smaragd machen. Das ist ganz cool. Muss man aber auch erstmal wissen. Noch mehr XP. Okay. Keine Ahnung, für was ich die benutze, aber Hauptsache es geht. Zeug haben wir noch. Ich möchte mich nämlich jetzt satt. Die Chocobo Farm, die ist jetzt da. Wir werden auch weiterhin logischerweise Chocobo züchten, ganz klar. Weil ich will definitiv noch einen von den großen Chocobos haben, den goldenen oder den roten. Ach, wir haben genug angepflanzt. Können wir eigentlich abernten. Wir ernten das mal ganz kurz ab.
ernte einfach alles, egal ob es jetzt reif ist oder nicht. So, einmal durchgegangen. 39 Stück. So. Und, aber ich möchte auf jeden Fall jetzt nebensächlich noch einen kleinen anderen Mod machen. Wie ich in der vorletzten oder in der letzten Folge schon erwähnt habe. Ich glaube, in der vorletzten habe ich das erwähnt. Und zwar ist das der hier, der, fällt mir der Name wieder nicht ein. Legend Gear, genau, Legend Gear Mod. Weil der hat nämlich auch richtig coole Sachen. Den habe ich mir mal so ein bisschen angeguckt. Oh, man kriegt gar nicht so viel. Okay. Muss ich mir merken. Oh, der grüne ist fertig. Das ist praktisch. Dann wirst du gleich gefüttert. So. Und jetzt wollte ich mal ausprobieren. Du und du. Okay, das geht nicht. Und du? Okay. Nee, scheinbar kann ich doch bloß mit der goldenen füttern. Dass das gar nicht mit der hier geht. Jetzt hat er sich zwischen... Frechheit. Egal. Selbst... Naja, das werden wir schon hinkriegen. Wir kriegen ja genug von den goldenen Früchten eigentlich. So. Wir könnten auch hier Seeds machen. Fällt mir gerade mal so ein. Dann hätten wir die eigentlich auch schon wieder. Kann ich keinen Seed machen, leider nicht. Ach, siehst du mal, da ist jetzt doch ein kleines Baby rausgekommen. Habe ich gar nicht gesehen. Wunderbar. So, dann hier die Seeds mit dazu. Dann hier. So, die mit hier rein. So, die Schokopedia, die machen wir dann auch hier wieder mit rein. So, eins und zwei. Dann die Federn. Hier erstmal mit reinmachen. Alles schön seine Ordnung haben. Federn. Gut, dann hatten wir das hier. Wieso habe ich Steine im Inventar? Ne, Lehm habe ich im Inventar. Das ist natürlich auch so praktisch. Weil den brauchen wir sogar jetzt gleich. Das ist ja ein riesengroßer Zufall. Haben wir noch mehr Leben? Wir haben noch mehr Leben. Sehr schön. So. Dann haben wir noch Monster Drop, jede Menge. Waffe. Waffe. Leben, das Essen. Okay, den seltenen Gegenstand mache ich mal hier rein. Und es war der. Oh, hier ist nochmal so eins. Viel von den Schokopedien, ne? So mal so nebenher. So, verzaubertes Buch. Das klatschen wir mal hier mit rein. So, der Lehm. Wir brauchen den. Kann ich den auch so? Nee, den muss ich ja machen. So. Und dann. So. Wunderbar. Oh, das sind jetzt schon einige gewesen. Okay, dann brauche ich einen Ofen. Ich glaube, ich muss mir mal einen eigenen Ofen machen. So. Eine Kohlemette. Ach, das ist andere Kohle. Mach denn da immer Marble rein? So. Gut, dann hätte man das. Wir wollen das hier haben. Okay, Pfeil, Nuggets, Ziegelsteine. Ziegelsteine kriegen wir jetzt gleich. Um die hier zu machen. Da brauchen wir Wolle und Gold. Wolle und Golden aufgeladen. Wolle. Wolle kriege ich eigentlich durch die Spinnenfäden, kann ich mir die machen. Den will ich auch noch haben. Das heißt, Obsidian brauche ich und ich brauche sonst da... Den mache ich aber später erst in irgendeiner anderen Folge. Und dann habe ich noch was Cooles herausgefunden. Mann, das geht jetzt nicht, weil das hier so. Da brauche ich diese Boots dazu. Es kann sein, dass ich die Schuhe dazu brauche.
das? Star. Okay. Cool. Gut, die dürften jetzt schon fertig sein, die vier. Schön genug, ja. Okay. Komm ich mal mit. Die lassen wir jetzt mal weiter schmelzen. Wir bauen uns die jetzt hier gleich zusammen. Das heißt, wir brauchen Gold. Das haben wir. Wir brauchen viel Gold. Das haben wir auch. Dann brauchen wir einen Flintstone. Wir brauchen. Moment. Erde. Erde, Flintstone. Erde, Flintstone. Flintstone. Nee, Kohle. Kohle brauchen wir. Wir brauchen keinen Flintstone. Wir brauchen Kohle. Ein Kohleblöding. So. Erde. Endeauge nehme ich mal nicht, weil das ist ein bisschen blöd. Stone habe ich. Da. Ein Pfeil. Und da fehlt aber noch eins. Sind das nicht nochmal vier? Ach, ja, natürlich. Sind doch vier. Erzählen kann, ist klar im Vorteil. So. Dann gehen wir einmal schlafen. Essen erstmal was. Und dann gehen wir schlafen. So. So. Dann können wir hier. Das dürfte reichen. So, dann erstmal Erde. Dann Feuer. Den hier. Und eigentlich könnten wir uns auch ein Enderauge machen, aber das ist im. Das Endeauge würden wir verlieren, das ist das Blöde. So. Und zwar sind die ganz witzig aufzuladen und irgendwie auch total bescheuert. So, wir machen dies noch weg. Wir haben noch hier die Essenzen. Aber absolut einfach zu craften, aber das Genialste, was es eigentlich gibt hier. So, ich mache jetzt erstmal die Essenzen hier weg. Weg, weg. Dann die Tränke. Auch noch schnell weg. So. Enderauge mache ich weg und die Edelsteine und das andere Edelzeug. So. Das heißt, das machen wir mal weg. Das hier machen wir weg. Das hier kommt da nicht rein. Das hier kommt hier rein. So. Und zwar, die sind ja jetzt noch leer. Ich glaube, das Windmedaillon war. Wenn ich das jetzt noch richtig weiß, durch Fallschaden aufzuladen. Und zwar ziehen wir jetzt einfach mal die Boots aus und springen hier runter. Okay, wir müssen oft runterspringen, wie ich feststelle. Ziehen wir die Boots mal an. Springen wir mal von dem hohen Baum runter. Erstmal klatschen wir den hier weg. So, weg. Echt jetzt? So. Klettern wir noch ein Stückchen hoch. Gott, ich hoffe so, dass ich nicht sterben werde. Aber eigentlich sollte das nicht der Fall sein. So. Jetzt hat es noch, eins. Okay. Immer noch eins. Okay, das ist. Ach nein, richtig. Das Erdding ist mit Fallschaden. Was war denn das nochmal? Wie wurde das Windmedaillon nochmal aufgeladen? Ui. Mit Pfeilen, genau. Jetzt muss ich kurz gucken. Das war doch. Wenn man die Pfeile mit reinmacht, oder? Oder wenn man mit Pfeile abgeschossen wird. Ich glaube, wenn man mit Pfeile abgeschossen wird, dann brauchen wir ein paar Skelette, die uns, so blöd es klingt, abknallen. Das Feuerding kriegen wir, da werden wir, brauchen wir Feuerschaden. Okay, gut, das mache ich aber mal offscreen, dass ich mich vor die Skelette stelle und mich abschießen lasse. Jetzt ist es einfach nur gut zu wissen, dass ich das habe und das zukünftig ein bisschen einsetzen kann. Wir
wollen ja keine ungebetenen Gäste haben. So, dann mache ich das. Dann mache ich die jetzt einfach mal hier rein vorerst. So. Die sind super doll wichtig und cool. Und ich würde fast behaupten, es ist eigentlich schon wieder Zeit, die Folge zu beenden. Und daher sage ich mal, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, kommt auch auf dem Kanal vorbei, um mich zu abonnieren. Schaut in den anderen Let's Plays mal vorbei und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Minecraft Hexed. Bis dahin, tschüss!